beginnen, was sich zu Rennende zugetragen hat. Ihr habt Max Verstappen mehrmals gesagt, die Position an Perez zurückzugeben. Der hat sich darüber hinweggesetzt. Wie beurteilt man das aus Sicht der Teamführung? Unser Ziel ist, dass Checo den zweiten Platz in der WM erzielt und Max wird alles unternehmen, um ihm dabei zu helfen. Das ist alles, was ich sage. Danke. Aber das hat er heute dann nicht unbedingt getan, Helmut. War ein kurzes Statement, in dem sich Helmut Marko irgendwie selbst widerspricht. As congrats for P3 and P4. Wir sind Gratulation zum dritten Platz, aber wie schwierig war dieses actiongeladene Rennen heute für Sie, dass man die richtigen Strategien, die richtigen Calls macht? Sie haben völlig recht, das war so schwierig. Ja, wir haben Charles das Auto gleich nach 5-6 Runden verloren. Dann diese Crash mit Lando. Got a tear off from somebody else into our break. That's forcing Carlos to pit very early. So ja, und deswegen hat er relativ früh stoppen müssen. Das war natürlich, hat unsere Strategie völlig zusammengehauen. Und dann haben wir auf 3 Stops umgestellt, sehr aggressiv. Die Pace war gut am Auto, deswegen haben wir das auch machen können. Und dann der Kampf mit Red Bull wäre es natürlich auch gelegen. Mercedes war zu schnell, aber wir haben die Bullen unter Kontrolle gehabt. Ja, das ist das Beste, was wir heute machen konnten. How big is this red coming from them, from Mercedes to lose? Ja, wie groß ist jetzt die Gefahr, Mercedes, dass man Platz 2 in der Konstrukteurs-WM noch verliert? Ja, das wird ein enger Kampf. Das wird bis zum letzten Rennen gehen, bis nächste Woche. Es ist natürlich sehr verständlich. Mercedes hat gute Arbeit geleistet. Die waren die letzten Rennen die schnelleren. Und das wird ein harter Kampf werden. Am Ende des Rennens hat Charles gefragt, ob man Platz tauschen kann wegen seines zweiten Platzes in der WM. Wie habt ihr das diskutiert? Wie war das? Ja, es war natürlich eine faire Frage, sage ich einmal. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, das zu machen, aber wir haben heute den Call nicht gemacht, weil Alonso und Max waren ganz, ganz knapp hinter Charles. Und wenn du da wechselst, dann kann natürlich was passieren. Aber es ist leichter zu sagen und es dann auch wirklich zu tun. Some people were wondering about the increase of performance by Mercedes. Ja, manche, viele Experten wundern sich, wieso Mercedes so stark ist. Wie schätzen Sie das ein? Warum haben die so viel zugelegt? Ja, sie hätten in Mexiko gewonnen, gewinnen können in den USA. Die sind einfach bärenstark. Tolle Performance. Ja, es wird ein schwieriger Kampf, ich habe schon gesagt im letzten Rennen. Aber das wollen wir doch, harte, faire Competition. Good luck for Abu Dhabi. Wir machen einen kleinen Wandertag, marschieren rüber zu Mercedes. Danke Silvia, Silvia Hoffer, Pressesprecherin. Bei Bull, wir nehmen Christian Horner bitte in die Mitte. Christian, we've heard Christian, quite controversial. Wir haben gehört, sehr kontroversielle Teamradios, was Platztausch betrifft. Und wie schwierig war das, diese Situation zu managen? Wir haben Checo Perez gehört, der sehr enttäuscht ist. Wir haben es jetzt diskutiert. Die Fahrer haben es diskutiert. Unser Fokus ist jetzt auf Abu Dhabi. Checo ist jetzt punktegleich mit Leclerc. Wir wollten als Team unterstützen. Wir haben das besprochen. Und wir schauen jetzt nicht zurück, sondern nach vor. Normal, als Fahrer musst du ja Anordnungen befolgen. Ist da eine Entschuldigung für Max, dass er es nicht gemacht hat? Das haben wir hinter verschlossenen Türen
diskutiert. Wir haben heute beide Autos gegen Mercedes keine Chance gehabt. Eine Frage noch, ja, die Kollision, Hamilton, Verstappen, war das fair? Nein, 5 Sekunden sind da viel zu hart. Lewis hat nicht genug Platz gelassen aus meiner Sicht. Max war vorn eigentlich und ich war sehr überrascht, dass er dann den Penalty bekommen hat. Alles Gute für Abu Dhabi und dann sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Man hält sich da schon sehr, sehr bedeckt, aber auch großes Verständnis dafür, dass man da jetzt nicht nach außen gehen will. Das war natürlich ein sehr, sehr strittiger Zwischenfall und den will man so nicht kommentieren. Weder Helmut Marko noch Christian Horner wollte da viele Worte darüber verlieren. Ja, da bin ich bei ihm. Sowas bespricht man hinter verschlossenen Türen. Wo ich nicht bei ihm bin, ist die Aktion mit dem Lewis. Der Lewis hat schon Platz genug gehabt außen, aber dann verliert er nur 3 Plätze, wenn er Max da vorbeilässt. Also gut, hat das Recht zu seiner eigenen Meinung. Herzlichen Dank, Tommy Breiding. Hat Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir haben bald wieder mal die Gelegenheit vom Saisonfinale, dem großen Preis von Abu Dhabi, berichten wir heute in einer Woche im Rahmen unserer Sendung Motorhome. Und da gibt es auch den ganz, ganz großen Saisonrückblick der etwas anderen Art. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Machen Sie es gut. Schönen Sonntagabend noch. Bis zum nächsten Mal.